Hey ho und herzlich willkommen zurück in Feuerstadt zu unserem Transport Fever Projekt City Build. Hier, heute wollen wir uns mal so ein bisschen um die Gegend jenseits der Bahngleise kümmern. Und zwar habe ich mir gedacht, ist es ja häufig so, dass da bei Bahnhöfen oder bei vielen Bahnhofsbereichen früher noch größere Güteranlagen waren, die aber dann so in letzter Zeit verschwunden sind und jetzt neu bebaut werden oder wurden. Und deswegen habe ich mir gedacht, würde es doch ganz gut passen, wenn dort irgendwie ein etwas moderneres Stadtviertel entstehen würde. Und genau das wollen wir heute bauen. Genau, das Ganze auch erstmal noch ohne Tram. Beziehungsweise, was wir vorher, glaube ich, auch noch regeln sollten. Ja, super, jetzt kriege ich die Straße hier nicht ganz so hin, wie ich das gerne hätte. Egal, passt. Genau, was ich sagen wollte, was wir vorher noch regeln sollten, ist, wohin führen diese ganzen Gleise? Ja, das sollte man auf jeden Fall klären. Ich denke, da wird auf jeden Fall ein Teil der Gleise über den Fluss drüber führen. Ein Teil irgendwie hier weiter und ein Teil dann auch mal nach rechts irgendwie abknicken oder so. Müssen wir mal schauen. Aber da sollten wir auf jeden Fall großzügig vorplanen und deswegen schnappe ich mir ja auch gerade mal ein paar Gleise. Beziehungsweise für die S-Bahn könnte ich 100er Gleise nehmen. So, und zwar sind diese vier Gleise hier die S-Bahn-Gleise. Oder werden es zumindest einmal sein. Und da würde ich auf jeden Fall ganz gerne zwei Gleise irgendwie in diese Richtung führen und zwei Gleise hier weiter raus, beziehungsweise auch nach rechts rüber. Also, dass das sich im Prinzip so dreiteilt. So, was wir dafür allerdings erstmal machen müssen, ist hier eine Vernetzung der verschiedenen Gleisgruppen. Hier unten ist es ja schon geschehen. Da ist das nicht mehr so das Problem. Problematisch wird es eher hier auf der oberen Seite, wo man ja noch nicht diesen Gleiswechsel hatte. Wobei, ich würde den tatsächlich auch, wenn dann lieber hier zwischen diesen Bahnhöfen dran nehmen, dann hat man da hinten nicht mehr so viel Arbeit. Okay. Gut, damit diesen Gleiswechsel gibt es dann schon mal. So, was wir jetzt brauchen, sind nicht mehr diese Gleise, sondern wir brauchen, ja doch, die hätten wir eigentlich stehen lassen können. Egal. Und zwar hätte ich ganz gerne die abzweigenden Gleise in diese Richtung und in diese Richtung und hier dieses dritte Gleis. Das soll hier hochführen und das Ganze soll natürlich dann entsprechend gespiegelt nochmal drüben anders verlaufen. So, der hier kann auch direkt schon mal so hoch es geht hinaus. So, dann hier drüben wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Da dürfen wir auch wieder hier runter. Wir dürfen mit einem Gleis hier ran. Und wir haben ein drittes Gleis, das nach oben führt. Genau. Oder nach oben führen wird. So in etwa. Gut, jetzt wird's spannend. Ja, die Frage ist, war das so sinnvoll, die nach oben zu führen, oder hätten wir die nicht lieber nach unten führen sollen? Okay, bauen wir gerade nochmal um. I'm sorry. Weil es ist einfacher, über den Fluss drüber, als unterm Fluss durchzukommen. Dann müssen wir das Ganze halt doch ein bisschen anders lösen. Und zwar gehen wir hier so weit nach unten, wie wir kommen. Mit diesen Gleisen. Also hier mit den Randgleisen. So. Und dann können wir hier die mittleren Gleise nehmen und mit denen stattdessen so hoch wie möglich fahren.
So in etwa. Genau. Dann ist die Frage, wie viel brauchen die noch an Höhe? Ja, vermutlich nicht mehr allzu viel. Das sollte an sich reichen. Dann, das Gleis hier sollte möglichst eben verlaufen, damit da der Rest halt nicht in die Quere kommt. Und dann, ja, letzten Endes hier irgendwie so rüber. Dann kommen wir hier nämlich mit denen ziemlich problemlos oben drüber hinweg. So, und dann nehmen wir auch hier eine Betonbrücke, die sieht einfach zeitgemäßer aus. Formulieren wir es mal so. Okay, sehr schön. Damit haben wir die erste Ausfädelung schon halb geschafft. Die andere kommt hier drüben. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird auch nicht so das große Problem. Ja, wenn man da so ein bisschen längs geht, dann passt das, denke ich. So, was dann vermutlich wieder ein bisschen schwieriger wird, ist hier dann mit den anderen Gleisen unten durchzukommen. So, und da hoffe ich mal, kriege ich eine Tunnelmündung hin. Ja, sehr schön. Okay. Damit sind wir da schon mal in der dritten Ebene. Ja, und da können wir auch ruhig mal die Kurve etwas enger nehmen, um dort irgendwie durchzukommen. Ja, das gleiche gilt dann auch letztendlich für hier hinten. Auch wenn es da nicht ganz so dringend ist, in den Tunnel zu kommen. So, da geht's dann halt nur mit 65 um die Kurve, aber das passt dann soweit. So, und dann können die Gleise hier. Ja, okay. So ist das eventuell ein bisschen ungünstig noch. Bleibt man noch mal kurz im Tunnel. Okay. Wir nutzen Trick 17 und schütten hier ein bisschen auf. So, dann bleibt er hoffentlich noch ein paar Meter im Tunnel, nämlich bis hier. So ist das nämlich auch gewollt. So, und kann da dann wieder an die Oberfläche. Sehr schön. Okay, weiter geht's mit dem Projekt. Die Frage ist jetzt das wie? Wie hatten wir das hier unten gelöst? Okay. Hier können wir die anderen Gleise auf jeden Fall relativ bequem nehmen und einfach hier so grob um die Kurve rumführen. Ja, ist dann zwar von der Höchstgeschwindigkeit her auch nicht so schnell, aber es reicht. So, wieder zwei Gleise abgearbeitet. Dann hier hinten würde ich übrigens ein bisschen verlängern. Schon mal. Im Hinblick darauf, dass dort noch mehr kommt, was gebaut werden muss. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle keinen Cut ausnahmsweise, sondern wie ich das Ganze hier zusammenbastel, das seht ihr in einem Zeitraffer. Wir sehen uns dann danach wieder. Bis gleich.
Okay, nun, da wir die Gleisanlagen errichtet haben, müssen wir uns um die zweite Komponente kümmern, die uns hier so ein bisschen, ja, bestimmen wird, und das ist die Autobahn. Und deswegen würde ich sagen, baue ich einfach direkt mal weiter. Ihr könnt mir dabei zusehen. Bis gleich. Okay, ich würde an dieser Stelle tatsächlich mal aufhören, da ansonsten das Ganze trotz Zeitraffer vermutlich zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich denke auch mal, hier wird ein echt tolles neues Gebiet entstehen. Falls ihr Ideen, Vorschläge, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja. Lasst mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß und ciao.